Natürlich läuft diese scheiß Nase jetzt wieder. Ach, meine Fresse. 5 Minuten bin ich am. 5 Minuten. Oh, erstmal Schluck Kaffee. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Für die, die es natürlich jetzt aus den Streams oder von Instagram etc. noch nicht mitbekommen haben, ich war im Krankenhaus bezüglich einer Nasen-OP. Deswegen höre ich mich doch an wie, keine Ahnung, ein softgebumpfster Bär oder so. Ich war jetzt roundabout circa 7 Tage im Krankenhaus mit Aufnahme und einen Tag verschoben wurde die OP etc., weil zu viele Notfälle reinkamen, also musste ich dann nochmal extra warten etc. etc. Wie man das halt auch kennt. Krankenhäuser machen halt einfach keinen Spaß, dafür sind sie auch nicht da. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es hinter mir habe. Ich hoffe, es bringt dementsprechend das, was ich mir erhofft habe. Wir werden sehen in den nächsten Wochen, Monaten, ob das denn dementsprechend Früchte trägt. Was wurde gemacht? Fachsprachlich heißt das irgendwie eine Nasenseptumdeviation mit Conjunktivitis. Ist einfach aus dem Grund, weil ich eigentlich mein ganzes Leben lang durch die Nase noch nie completely Luft gekriegt habe. Und im Alter wurde das jetzt immer schlimmer. Und ich gesagt habe, irgendwas muss jetzt passieren, habe mich untersuchen lassen und dann wurde halt festgestellt, okay, da muss was gemacht werden. Wer sich jetzt nicht darunter vorstellen kann, ne, wenn ihr die Nase Scheidewand seht, sieht die bei optimal so gerade aus. So, bei mir war es jetzt so, dass das hier oben ein bisschen zu weit links war und das unten ein bisschen zu weit rechts. Das heißt, ich hatte wie so ein S drinne. Und dadurch war es alles verwinkelt. Und dazu kam dann noch dazu, dass die Schleimhäute so dick oder groß bei mir waren, dass sie es auch nochmal verengt haben. Dementsprechend eigentlich nie die Möglichkeit, Luft zu kriegen. So, also jetzt gerade kriege ich sie auch nicht, aber das liegt halt daran, dass so alles sehr geschwollen ist. Sobald es mir also hier oben etwas besser geht und ich zumindest schon wieder deutlicher sprechen kann etc., kommt natürlich auch hier wieder was zu Tarkov. Und Predecessor startet am 1. Dezember. Für den einen oder anderen interessant oder die, die es noch als damals Paragon kennt. Predecessor ist ein Projekt nach Paragon, was sich im Endeffekt diesen ganzen Quellcodes etc. angenommen hat, um daraus wieder selber ein Paragon zu basteln oder eins, das dem am nächsten kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich will auf jeden Fall mal reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich mit dabei seid. Das alles dann natürlich live auf Twitch. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken für die ganzen Genesungswünsche etc. Natürlich über Insta, TikTok, Twitter etc. pp. Jeder, der das irgendwie mitgekriegt hat und mir da irgendwie noch gute Genesung gewünscht hat. Vielen lieben, lieben Dank an euch. Ich weiß, das sehr zu schätzen. Euer Support und so weiter. Ihr seid eine geile Community und habe mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut darüber und hoffe, ich kann euch bald wieder in den Livestreams beehren und mit euch quatschen, lachen und Spaß haben, wie es sonst immer so der Fall war. Lange Rede, kurzer Unsinn, meine Freunde. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Die Kopfschmerzen kicken langsam schon wieder rein, weil es doch ziemlich anstrengend zu quatschen kann man sich gar nicht vorstellen. Ich wollte mich auf jeden Fall hier auf YouTube natürlich auch einfach nochmal melden und hoffe, ich habe jetzt auch den letzten erreicht, der es vielleicht noch nicht mitbekommen hat. Wie gesagt, Content kommt sofort, sobald ich wieder dazu in der Lage bin, meine Freunde. Ansonsten habt eine Hammerzeit und ich hoffe, euch geht's gut. Startet gut in die vermeintlich kalten Tage. Ich hoffe, eure Autos sind umgerüstet, meine Freunde. Und ansonsten natürlich eine hammergeile Zeit. Guten Loot und bis zum nächsten Mal. Euer Gunshot.